Huhu, dieser blöde Regen draußen. Oh Gott, wir brauchen unbedingt neue Fenster. Okay, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zum Minecraft-Projekt, dem RPG-Projekt. Das letzte Mal haben wir Probleme gehabt mit diesem Fenster vom Custom NPC und jetzt geht es, aber hier ist der Zauberstab nirgends zu finden und auch eine Axt oder so. Und wir müssen die uns machen. Aber ich habe im Internet nachgeschaut. Ich weiß, wie es geht. Und ich bin im Ding-Modus. Ich werde kurz die zwei Dinge holen. Die haben wir verloren. Weil ich kurz AFK war und nachschalte die Rezepte. Bin ich im Game Mode. Also ich habe die zwei. Ich habe ja zwei abgebaut und jetzt mache ich null. So, jetzt bin ich nicht mehr im Kreativmodus und es kann weitergehen. So. Dann können wir die eigentlich auch gerade anpflanzen. So. Hier haben wir noch ein. So. Ah, da hat es noch mehr. Wir brauchen ein bisschen Sand. Ich möchte aber irgendwie nicht das abbauen. Das gefällt mir irgendwie. Darum gehen wir mal irgendwo ein bisschen weiter weg. Vielleicht finden wir eine große. Ja, wir könnten das nehmen. Das ist jetzt weniger schlimm. Oder? Dort oben hat es einen Teich. Dort werde ich den Sand holen. Und wenn wir zu Hause sind, mache ich dann die Wand. Also die zum NPCs gründen. Es muss irgendwo hier oben sein. Und hier hat es rote Pilze. Gut, dann haben wir beide Pilzarten. Die wachsen. Also, wir sind vorbei. Da unten. Okay. So, das können wir hier abbauen. Ich sollte vielleicht zuerst noch das Wasser wegmachen. So, genau. Und hier noch? Ja. Und jetzt kann ich das besser abbauen. Die Tröpfchen sehen gut aus. Wir brauchen Sand für auch noch die Tintenfässchen. Die brauchen ja drei Glas, glaube ich. Weil das normale Tränke sind, Tränketeile, und dann muss Tinte rein mit einem Tintenbeutel. Und das ist dann für Mistkraft. So, die Schaufel ist bald kaputt. Ich möchte gerne alles abbauen hier. Sonst vergessen wir es dann noch abzubauen. Ja, das ist natürlich blöd so. Da machen wir lieber noch eine Schaufel. So. Ja, die kann nicht da bleiben. Vielleicht sehe ich sie dann bald wieder. So, dann gehen wir hier nach oben und dann wieder zurück. So, also ich habe geplant, eben das mit Mistkraft machen. Dann
mal eine große Ebene bauen. Also wenn wir eine Grasebene in Mistkraftwerken haben, können wir dort den Zaun machen und so. Das Gehege für die Tiere. Aber ich möchte es gerne dann auch mal hier machen und die dann verbreiten und so. Aber eben, Tiere fehlen uns. Wir müssen sie dann mal spawnen. Weil ohne Tiere kann man das nicht machen, was man eigentlich geplant hat. Nämlich an Leder kommen und so weiter. Ah ja, ich brauche ja Leder für das Mistkraft. Das ist natürlich blöd. Dann muss ich die Tiere züchten und spawnen. Okay. Also hier haben wir den NPC-Zauberstab. Damit können wir jetzt irgendwo links klicken. Zum Beispiel hier. Hausmädchen. Was? So. Titel. Ah, wir können hier einen Namen geben. Margarete. Voll der altdeutsche Name. Titel. Hausmädchen. Modell. Bearbeiten. Das möchte ich jetzt noch nicht machen. Ich möchte hier auswählen eine Frau. Gibt es eine Frau irgendwo? Ein Schneemann. Ich will eine Frau. Also muss man sie ändern. Okay, dann ändere sie. Head wear. Nein. Ja. Hair. Was ist das denn für ein Hair? Stylish. Ponytail. Long. Sieht ein bisschen komisch aus. Ein Wikingerbart. Nein, ich will eine Frau machen. Nein. Schnauze, was ist das? Snout. Ja. Ah, Schnauze, ja. Ein Bunny. Nein. Und Ohren. Ich mache eine Play Bunny. So. Body. Brüste, ja, natürlich. Dann Wings. Ne, die bekommen keine Wings. Particles. Nein. Fin. Ah. Flosse, also Rückenflosse. Nein. Die Arme, Klauen. Nein. Aber was war das? Ich sehe nichts. Ich sehe keinen Unterschied. Und die Spinnen, ein Einhorn. Nein. Ich nehme. Nein. Player. Einen Schwanz? Zeig mir mal den Schwanz. Eine Katze. Wolf. Dragon Squirrel. Mache ich einen Squirrel. So. Und jetzt Scale Body. Weite. Da mache ich sie ein bisschen dünner. Die Größe mache ich auf 92% und die Tiefe. Oh, da kann man sie. Also dicke machen wahrscheinlich. Da kann ich sie auch ein bisschen. Ja. Ich lasse sie mal gleich. So, die Arme. Der Kopf. Mache ich ein bisschen kleiner. So. Die Füße mache ich dünner. Höhe. Und auch dünner hier.
So. Ich möchte aber sie, kann man sie nicht so verändern, dass Movement wandern, Weg abgehen, stehend. Ja, ich lasse sie stehend. Und ins Inventar. Linie, Sounds, Fraktionen. Fraktionen, Friendly. Ja, erweitert Dialoge, Sound Night, global, Quests, Rezepte, Dialoge. Hausmädchen. Dialoge. Wer bist du? Start. Hallo. Dialogtest. Hallo. Draco. Ja, ich nehme mich jetzt so. Willkommen zu Hause. Ja. Ich mach's zusammen. So, ich habe frisch geputzt. So. Claire. Ah. Passt, muss ich decken. Hallo. Ja, hallo, Drago Basler. Willkommen zu Hause. Ich habe frisch geputzt. Paste jetzt. Genre Adventure. Nee, ich will kein Adventure. Dialogtext. Ich will kein Genre Adventure. Hab ich jetzt geendet? Hallo Drago Basler, willkommen zu Hause. Ich habe frisch geputzt. Schließen. Ja, jetzt ist es gut. Eine Quest müssen wir nicht. Dialogoptionen. Ton. Kategorie. Ich möchte aber das Aussehen noch ein bisschen verändern. Modelle bearbeiten. Ist halt natürlich schlecht, wenn man keine Frauen herstellen kann. Das sieht nicht nur eine Frau aus, einfach die Titten und sonst die Sachen, aber kann man das nicht ändern. NPC Crystal. Ein Schwein, ein Schaf, Skelett, Schneemann, Squid, Villager. Kann man dann aus einem Villager etwas machen? Man kann sogar Schild wählen. Aber da kann man nichts mehr ändern. Ja. Zombie. Kann man auch nichts verändern. Ach komm schon. Ja, mach doch noch mehr Lärm.
Also dann lasse ich das hier so. Größe Textur. Und kann eine Text. Eine Textur. Aha, jetzt geht das. Man muss hier auswählen. Dr. Steve, Evil God, Gangster Steve, King. Hier kann man die Textur, also Ding verändern. Gut. Aber eine Frau hat's, ne? Frau. Ich brauche irgendwas wie ein Townsman, ein Trader Steve. Trip Boy. Ein verwundeter Steve. Zurück. Ja, toll. Hoch. Zurück. So lassen. Ja, also das siehst du halt so aus. Oh Gottchen, Gottchen. Also, wir sollten langsam etwas essen noch. Gibt's irgendwas? Essen wir ein bisschen Brot. So, und den Apfel können wir noch essen. Ich könnte die Pilze noch irgendwo anpflanzen, weil es dunkel ist. Könnte hier ja mal einen kleinen Raum machen und schauen, ob die wachsen. Weil die wachsen in der Dunkelheit. So. Ich mache das mal so. Der hier, dem mache ich noch ein bisschen mehr zum Ausbreiten. Ja, ich alle. Ich habe ja die Zeit hier. So. Und wenn man jetzt hier zumacht mit ein bisschen Sand, dann wachsen sie hoffentlich. Ja, ich sage jetzt wieder, dass es normal ist. Ich habe es wahrscheinlich irgendwie nicht ausgewählt. So, ich muss jetzt mal ein bisschen Sand. Ding. Wir haben Stein gemacht, gut. Den Entziehzauberstab können wir reintun und ja, jetzt möchte ich gerne das Portal mache ich jetzt noch nicht. Den Zaubertisch können wir noch nicht machen. Ich denke, ich suche mir jetzt einen schönen Platz zum meine Weide bauen. Ich kann mich ja dann immer wieder teleportieren. Aha. Lass mich in Ruhe. Ach Mist, es geht so schlecht. Im Wasser, genau. Ich sterbe noch. Ich habe keine Chance. Oh Gott. Okay, dann muss ich doch das Fleisch essen. Ich kann im Wasser den nicht erreichen, weil der mich immer wieder zurückschleudert. Okay, dann gehen wir mal suchen. Ich ignoriere jetzt diese. Also es war ein Fehler, den anzugreifen, weil ich habe keine Chance so. Dieser Ding ist ein bisschen im falschen Ort. So. Gehen wir mal nach hier oben. So, genau. Hier haben wir Lehm. Könnten wir auch ein bisschen farmen. Ja, ich denke, ich lasse den hier, weil wir hier ja wohnen. Sonst haben wir keinen Lehm mehr. So.
Können wir hier oben irgendwas anbauen? Es ist alles so uneben. Das ist das Blöde. Dort drüben ist es eben. Hier haben wir auch einen schönen See. Ja, ich denke, ich werde hier dann die Farm bauen. Ich mache mal einen Teleporter hier hin. Hier haben wir noch ein paar Pilze. Ja, die lasse ich jetzt mal. Ich denke, hier irgendwo ist schön. Haben wir hier eine Grenze? Nein. Also ein anderes Biom? Nö. Hier? Ja, hier können wir viel. Hier haben wir sogar Rosen. Und es ist nirgends was im Weg. Gut. Außer der Lavasee ist mir ein bisschen im Weg. So, dann werden wir hier auf dem oberen mal ein Gehege bauen. Hallo, wieso gehst du nicht? Das erkennt er irgendwie nicht, das Baum. Keine Ahnung, der Tree Capture Mod. So, und dort vorne auch die Bäume. Fällen. Wenn ihr wisst, wie das mit dem Texturen machen geht, das ist wahrscheinlich einfach ein Skin oder so, muss ich downloaden und dort einfügen oder so. Also wenn ihr einen Skin habt von eurem Charakter oder so, also wenn ihr gerne in diesem Spiel irgendwas sein wollt, dann dürft ihr mir die, also wenn ich euch dann annehme, die schicken. Also erst wenn ich mich euch dann annehme, weil ich nehme nicht jeden an, außer ich habe gerade Zeit oder so. Weil das natürlich sehr auf meine Kosten der Zeit geht und so weiter. Aber eben, ich werde schauen, dass ich jeden kann, auch wenn es einige Zeit lang geht oder so. Also sagt mir einfach Bescheid, wenn ihr mal im Spiel sein wollt, als NPC. Und ich werde dann schauen, ob es geht. Also, ja, geht eben, geht immer, aber ob es gleich machen kann oder nicht. Da ich den Mod auch noch nicht so kenne und eben nicht weiß, wie viel Zeit das beansprucht, so einen neuen zu erstellen. Also es kann sein, dass nach einiger Zeit einfach zu viele Anfragen sind und dann ich meistens keine Zeit habe, den ganzen Tag dann noch die Skins reinzutun und alles mögliche. Und die NPC müssen dann ja noch erstellt werden, also das wird auch einige Zeit gehen. Aber eben, lasst euch Zeit, alles zu schreiben, also könnt mir eine PN schicken bei YouTube. Dann beschreibt ihr alles, was ihr so als Beruf haben wollt, was ihr als Skin haben wollt und ob ihr Flügel oder irgendwie Squill-Schwänze haben wollt. Also Squills sind ja die Eichhörnchen. Und ja, ob die das wollt oder so. Aber ich werde nicht natürlich alle Monster und so einen geben. Ich kann mal ein Dungeon machen, dann können die unter dem Part, wo ich den Dungeon baue, also die Parts, es wird ja mehrere Parts geben, davon, dann könnt ihr zum Beispiel, ich will ein Monster in diesem Dungeon sein und so weiter. Also ich werde hier jetzt
anfangen mit dem Zaun und werde die dann noch innen aufteilen in die verschiedenen Tiere. Aber ich habe hier gerade keine Erde zum Füllen. So, genau. Also. Ja, jetzt muss ich mehr Zäune machen. Wir haben genug Holz und können wieder Holz machen. So, nicht raus bitte. Und jetzt möchte ich noch zwei Zauntore machen. Ich habe aber kein Holz normales. Also die Bretter. So. Zwei Zauntore bitte. Ah, jetzt fehlen Stöcke. So. Und die mache ich auf, ja, diese Seite. Ich mache die auseinander, weil in die Mitte kommt dann ein Zaun. So. Und ausmessen muss ich ja nicht. Hallo, was machst du hier? Ha, zweigeteilt. So, ich kann hier noch ein bisschen mehr machen. Ja, dann kann ich hier die hin noch machen. So. Und weitere Zauneinheiten. Gut, haben wir wieder 42. Jetzt müssen wir einfach aufpassen, dass hier nichts spawnt. Aber ich denke nicht. Ja, es fehlt wahrscheinlich noch ein bisschen. Nein. Gut. Jetzt haben wir mal zwei, aber ich muss noch mehr Zauntore machen. Zauntore, einfach Zäune. Weil ich muss die ja noch vierteln. Weil es vier verschiedene Arten Tiere gibt. Und dann noch Pferde. So. Also, jetzt werde ich das cheaten, die Tiere, weil die ja nicht in der Nähe sind, außer die Schweine vielleicht. Ja, es sind keine Tiere in der Nähe. Das ist blöd, es spawnen so wenig Tiere in den Wäldern. Ich werde jetzt nur die Eier rausnehmen. Und sie spawnen zwei je. Also Schaf, Kuh, Huhn und Schwein. Sonst haben wir hier noch Pferd. Ich hoffe, ich finde einmal ein Pferd, weil ich die nicht unbedingt schon spawnen. Also ich denke mal, ja, es ist nicht mittig. Aber bei den Großen werde ich natürlich, also was ich am meisten brauche, Huhn verbreitet sich viel, dann werde ich es in kleineren tun. Und Schwein brauche ich nicht so oft, dann werde ich hier Schafe spawnen. Und hier Kühe. Das seht ihr, nur zwei. Mehr werde ich nicht spawnen. Weil mehr brauchen wir auch nicht. Wir können unendlich machen.
durch diese durch die Züchtung. So, jetzt kann ich. Es macht es automatisch auch im Ding-Modus. Jetzt mache ich mir hier einen Waypoint Farm. Hab ich jetzt den? Was habe ich hier nicht? Farm. Hä? Verstehe das jetzt nicht. Er ist ja da, aber er ist nicht sichtbar. Also ist er in der Nähe nie sichtbar, scheinbar. Ich möchte hier Wegpunkte Haus hierhin teleportieren. Genau. Ja, toll. Jetzt werde ich es aber wieder nicht cheaten. Die Eier muss ich noch rauslegen. Meine Konzentration verschwindet. So, jetzt. Ja, sie schwindet. Man sieht es. So. Hier kann man wieder fleißig anpflanzen. Jetzt brauche ich eigentlich noch ein NPC-Dorf, um die Schweine zu verbreiten, weil oder ein Zombie erledigen, genau. Weil die nur mit Karotten wachsen, sich vermehren. Die muss ich mitnehmen dann morgen. Die kann ich reinlegen. So. Das kann ich noch reinlegen und das kann ich noch. Und wir essen zum Abend ein bisschen Lachs. Sehr schön. Dann könnte ich den rohen Fisch noch braten. Haben hier schon mal das Glas. Ich denke. Wenn wir die Carpenter-Blöcke. Das will ich jetzt mal genau wissen. Wenn ich jetzt die rein tue, kann ich auch durchschauen. Und wenn ich die jetzt mit dem Chisel ändere, was passiert dann? Okay, sie werden komisch. Weil mit dem kann man die Texturen von den Blöcken ändern. Ja, so sieht man halt schlecht. Sieht ja eher aus wie ein Gefängnis. Ja, okay. Gehen die Blöcke dann kaputt, wenn ich sie jetzt... Nein, sie gehen nicht kaputt. Ich mache Scheiben draus, die sehen besser aus. Und ich dachte, ich habe Connected Glass drin. Wieso geht der Mod nicht? Komisch. Ich mache gleich mal 32. Ah, so geht's. Okay. Komisch. Aber wegen den Kabeln der Blöcke wahrscheinlich. Die verbinden sich nicht. Okay, merken. Dann müssen wir eigentlich meinen, bis es Tag wird. Dann lege ich das Zeugs doch nochmal rein. So. Und gehen ein bisschen meinen. Ja. Ja, die Pilze kann ich dann später kontrollieren. Ich brauche Dias. Ich brauche Dias. Ich werde mal Strip meinen. Ja, toll. Ich muss das von unten machen. So, so. So, so. Gut. Dann schauen wir mal, in welche Ebene wir sind. Wir sind in der Ebene 28, das sieht man unter der Map. Ich muss runter auf Ebene 9 scheinbar. Früher war es 12 und jetzt seit neuestem irgendwie 9. Oder es wurde besser, also es wurde besser kontrolliert, wie viele Diamanten Chancen haben. Ich gehe runter auf 9, weil das so mir gesagt wurde. Okay. Wir haben hier sehr viel Gravel, das nervt ein bisschen.
können den Fackeltrick aus machen. Er geht leider nicht mehr so gut, weil das Gravel jetzt schneller fällt, aber ich bin gut in dem Fackeltrick. Also ich höre hier Lava ab, das ignoriere ich mal. Außer es ist bei der Lava sind Diamanten. Ich höre es aber nicht gut, wo das Lava ist. Auf der Map sehe ich, erkenne ich auch nichts. Hier erkenne ich zwei Schluchten in dieser Seite, in dieser Richtung. Da drüben ist ein komischer Raum. Was ist denn das? Hä? Kenne ich gar nicht. Ist das eine Festung? Eine Stronghold? Okay, dann weiß ich ja, was ich mache. Ich gehe zur Schlucht rüber und gehe dann zur Festung. Wenn es nicht allzu schwer wird, weil ja, spawnen ja Monster. Aber ich bin ja ein guter Krieger. Dann ignoriere ich hier mal die Lava. Weil, ja, der Lava heißt nicht immer Diamanten eben. Diamanten sind sehr selten. Okay, hier oben ist die Schlucht. Und jetzt möchte ich zum Stronghold. Wenn es überhaupt eine Stronghold ist, erkennt man es noch? Ja. Ich möchte weiter. Und wo sind die Monster hin? Da links davon ist etwas. Noch ein bisschen Kohle mitnehmen. Hier das Eisen. So, und jetzt muss ich weiter nach vorne. Ja, das ist eine Stronghold, jetzt erkenne ich es besser. Sehr geil, dass das schon so nah am Spawn ist. Hätte ich jetzt niemals gedacht. Wir haben schon Glück gehabt mit der Angel, die wir gefunden haben. Und jetzt haben wir noch ein Stronghold vor Gesicht bekommen. Richtig nice. Aber es geht noch einige Zeit, bis wir dort sind. Ja, in einer Stronghold gibt es zum Beispiel Bücherregale, die sehr wichtig sind zum Abbauen. Also, da bekommt man Bücher draus. Weil wir brauchen relativ viele Bücher. Und im Stronghold gibt es mehrere Kisten. Mit Items drin. Und dann gibt es ja noch das Portal in den End. Hier drüben ist schon ein... Ah, das ist eine Schlucht. Einen Riss. Ich sage immer Schlucht. Es ist ja eine Schlucht. Also. Für mich ist es eine Schlucht. Ein Riss ist für mich oben offen. Und halt breiter eher. Vielleicht oben, ja. Lol. Die geht einfach ein bisschen auf die Seite, die Lava. So, jetzt. Lass mich. Oh Gott. Hey, erschrick mich dir nicht so. Hey, geht's noch? Hier unten ist nix. Hier ist ein bisschen Gras. Ja, der will nicht kommen. Der ist zu dumm dafür. Ah, da oben ist noch ein... Ja, es ist ein Stronghold. Das Skelett sieht mich nicht. Yeah, und schon eine Truhe gefunden. Mit einem Eisenbrustschutz. Jetzt haben wir hier ein bisschen einen Grafikfehler gesehen. Es war dunkel. So, dann werde ich mal kurz noch hier einen Wegpunkt machen. Ja, mache ich eine 1. So. Weil es gibt mehrere Strongholds.
Ah, das sind Bücher. Wir gehen kurz zuerst hier. Da ist ein Gefängnis. Eine Bücherei ist dort. Da gibt es meistens auch Truhen, aber die sind ein bisschen bewacht. Also versteckt eher. Mit vielen Spinnennetzen bedeckt. Manchmal sind sie hier oben links oder hier drauf. Ich mache mal ein paar Bücherregale kaputt. Ich brauche die Bücher sehr viel für den Mistkräftmod. Und eventuell einfach zur Dekoration und für den Zaubertisch, da braucht man ja noch Bücherregale, aber nicht so viele. Ich mache die Ding einfach so ein bisschen großflächiger. Ein paar Bücher, wir brauchen nicht so viele Bücher in dieser Bücherei. Und hier hat es eine Ding nach oben, eine Leiter. Und hier scheint es auch keine. Doch, eine Kiste haben wir hier. Und die Bücherregal-Ding ist ein bisschen kaputt. So, wir haben die ersten Patents gefunden. Die brauchen wir nämlich, um so ein Buch zu machen, um in eine Welt zu reisen. Früher ging das, konnte man die einfach so schon am Anfang herstellen. Und jetzt geht das nicht mehr, habe ich gemerkt. Und das ist gut, dass wir solche gefunden haben. Jetzt möchte ich noch kurz hier hingehen. Hier ist irgendwo ein Zombie, genau hier. So. Ich möchte schon alles erkunden. Ja, hier ist nichts. Hier ist noch etwas. Ja, hier ist auch nichts. Ach komm. Lass mich raus. Da waren wir. Und hier geht's wieder nach draußen. Ja, da gehen wir runter, oder? Haben wir irgendwas noch verpasst? Zum Beispiel hier. Jetzt noch eine Kiste. Mit ein bisschen Nahrung drin. Und Goldbahn waren es, ja. Ja, da müssen wir eigentlich runter. Okay. Strongholzer. Geister, gespenstighaft. Oh, ist das schön. Ein bisschen Gold sieht man dort. Ja, hier ist nichts. Hier entlang. Hier ist auch nichts. Und hier ist nichts, aber ist da halt nicht etwas dahinter? Ja, ein bisschen Eisen. Nein. Dann gehen wir nach oben wieder. Das war aber nicht alles vom Stronghold. Also hier ist das Bücherregal, da oben war die Kiste, die wir genommen haben. Wo ist der Rest von der Stronghold? Ich gehe mal hier runter. Hier ist nichts. Dann Kohl abbauen. Es ist nicht in jeder Stronghold ein Portal. Ich glaube auch nur einmal pro Welt. Aber wir haben ja durch die Misskraft mehrere Welten, dann werden wir wahrscheinlich auch mehrere solcher Portale haben. Pro Welt hat eine. Kann auch sein, dass es einfach dann wiederholt in einer Welt, aber ich habe irgendwas gehört, dass es nur ein Portal pro Welt gibt und 4 Strongholds oder 12 Strongholds oder so etwas. Das weiß ich nicht mehr.
So. Hier oben. Ja. Ich könnte hier mal runtergraben. Nehmen wir mal ein paar Steine hier mit. Die Risssteine kann man ab 1.8 selber herstellen. Aber die Moosbefleckte kann man immer noch nicht herstellen. Ich nehme aber eben alles mit. Ja, die Bücherreihe will ich jetzt nicht mehr kaputt machen. Ich möchte einfach hier den Boden ein bisschen rausnehmen. Ich kann dann später vielleicht mal, wenn ich genug habe von den Steinen, ein Dungeon machen mit diesen Steinen. Aber bis das geht, muss ich leider eventuell einen Holz-Dungeon machen oder einen Stein-Dungeon aus normalen Blöcken. Oder so irgendwas. Aber wir werden bald einen Dungeon machen. Ich überlege mir aber zuerst mal etwas richtig Gutes. Soll ja auch innovativ sein und es soll ja euch auch Spaß machen. Beim Bauen, weil wenn ich einen langweiligen Dungeon mache, dann wird es euch ja nicht so unbedingt gefallen. So, ich denke, für das erste Mal reicht's hier. Ah, ich könnte kurz auf die Map schauen, ob irgendwo noch ein Seiteneingang ist, den wir nicht entdeckt haben, weil er irgendwo hinten dran ist. Ich müsste mich runtergraben, oder dort unten ist noch etwas. Also in diese Richtung. Also ist hier drüben noch der restliche? Ah, hier ist ja noch. Lol. Das ist ja einfacher, als ich gedacht habe. Ich musste einfach auf die andere Seite von meinem Waypoint gehen. Okay, wir bleiben aber noch oben. So, ich grab mich hier durch. Okay, hier oben ist noch etwas. Da geht es sogar nochmals rauf. Hier ist nichts. Hm, ich gehe mal rauf. Ich denke, oben ist nicht viel. Ja. Hier ist auch nichts. Nö. Also gehen wir runter. Und jetzt noch hier hoch. Was ist denn hier? Eine Treppe nach unten. Oh. Dankeschön für den Schaden. Mein Schwert war zu schlecht. Also, nö. Hier ist nichts. Hier ist eine Kiste mit Eisenbarren. So, haben wir noch den? Nein. Noch Fackeln herstellen. So, genau. Ja, hier können wir noch durchgraben. Aber jetzt gehen bald meine Spitzhacken kaputt. Ist nichts. Hm. Sehr verzweigt. Sehr verzweigt. Oh Gott, ist der groß. Ich möchte hier runter. Hm, hier drinnen ist nichts. Okay. Ja, ich denke, ich werde... Also es sind zwei Bücher-Ding. Ich gehe noch kurz in die Bücherei und dann machen wir Schluss für diesen Part. Der müsste hier drüben sein. Der Eingang. Hier.
Ja, hier. Also schauen wir uns hier noch nach Kissen um. Und dann gehen wir nach oben. Vielleicht ist doch das diese Dungeon mit dem Portal. Aber der müsste ein bisschen verzweigt, versteckt sein oder so. Ich kann es auf der Map leider nicht gerade erkennen. Okay, hier unten ist scheinbar nichts. Ist hier oben etwas? Oh, das ist schlecht. Diese Spinnnetz ist im Weg. Ist hier oben eine Kiste? Ja, dort hinten ist eine Kiste. Und jetzt können wir... Ah, da oben ist noch eine Kiste. Gut. Papier. Ich möchte weglegen diesen Cobblestone und dieser für... Ja, tun wir die Spitzhacke rein, weil die sowieso aufgebraucht ist. So. Gut. Dann gehen wir nach oben. Mit dem Wegpunkte Haus hier zu teleportieren. Schon wieder Nacht. Wir haben keinen Zucker und dann baue ich es nicht ab. So, dele. Also mal alles Schrott hier rein. Müssen wir noch eine zweite Kiste platzieren. Die lassen wir drin. Inventar. So. Die muss ich für die neuen Spitzhacken gebrauchen. Gut. So. Ja, da kann ich den gebratenen Fisch noch weglegen. Also, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part mit der Margarete, die rausschaut irgendwie. Also, Dankeschön und jetzt leckt es noch ein bisschen. Ja, Fraps hat man auch mal Probleme. Also, ich muss beenden. Tschüss, Dankeschön fürs Zuschauen. Bye.